Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau, und wir sind hier wieder in Springfield gelandet und machen uns heute ran, einen Hotdog-Stand zu bauen. Und zwar nicht nur so einen ganz normalen Hotdog-Stand, nein, ein Chili-Hotdog-Stand, den einer in der Stadt vor allen anderen Fressbuden einfach nur bevorzugt. Und das ist unser lieber Homer. Ja, Homer geht da immer hin, wenn er Lust auf einen Chili-Dog hat. Und ich sag mal, wir müssen ihn langsam mal bauen, ansonsten verhungert uns noch in der Stadt, denn das ist wirklich sein Lieblingsladen. Sah man auch in der Folge, die blende ich dir gleich mal ein, falls du ein bisschen mehr über den Hotdog-Stand erfahren möchtest, guck dir einfach mal die Folge an und dann weißt du alles drüber Bescheid. Du bist bestimmt auch vom zweiten Teil oder vom ersten Teil hierher gekommen, ich weiß ja immer nicht, wie man so guckt. Ansonsten, falls du den noch nicht gesehen haben solltest, verlinke ich dir einmal in der Videobeschreibung, denn in dem Teil zeige ich, wie der Hotdog-Stand innen drin aussieht, plus die ganzen Schilder und so, wo überall was draufsteht. Das zeige ich heute nicht in der Folge, das alles halt im zweiten Teil. So, ansonsten heute bauen wir den Stand einfach mal. Ich habe ihn jetzt einfach mal neben unserer Monorail hingebaut. Also möchte ihn gerne hinbauen, weil ich fand einfach, das ist ja auch so ein von der Eisenbahn so ein Waggon. Und von daher passt das Ganze, wenn man das auch so ein bisschen zum Thema hält. Und unsere Monorail passt ja dazu. Das ist ja unsere schnellste Eisenbahn hier in der Stadt. Und da müssen wir natürlich hier so einen Hotdog-Stand gleich mal daneben bauen. So, ich würde sagen, wir gehen an die Kiste ran, haben wieder viele Materialien, die heute verwendet werden möchten. So, nehmen wir uns einfach mal hier schon mal die erste Reihe raus und dann geht's einfach mal los. Wir holen uns ganz gemütlich Fichtenholzstufen, ein Amboss, denn Eisenfalltüren, roten Beton brauchen wir heute. Du kannst auch rote Wolle nehmen, das ist immer so Geschmackssache, wie das Ganze von der Textur halt einem immer gefällt. Dann holen wir uns noch Quarzstufen raus, denn Schwarzeichenstufe, davon nochmal bitte einmal die Treppe. Dann holen wir uns Glasscheiben raus. Ich empfehle heute einfach mal, versuche irgendeinen so bläulichen Ton zu nehmen. Ich verwende einfach mal heute türkise Glasscheiben. Dann holen wir uns noch Eisengitter raus. Und dann war es das erstmal zum Anfang. So, loslegen tun wir erstmal mit den Fichtenholzstufen. Und zwar suchen wir erstmal eine freie Fläche. Und wenn wir das gefunden haben, legen wir los, setzen erstmal zwei hin. Und dann geht es einfach mal in eine Reihe los. Und da setzen wir dann auch, also insgesamt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also eine 9er Länge hier von den Stufen sollten wir uns erstmal ziehen. Denn an den Seiten jeweils eins und jeweils nach vorne. So haben wir. Denn achten wir darauf, dass wir dazwischen immer eine Stufe freilassen und setzen dann wieder eine hin, sollten dann vier Lücken haben. In diesen vier Lücken setzen wir die Fichtenholzstufe einmal so hin, dass sie, sag ich mal, glatt am Boden ist, dass wir hier halt noch so eine Einkerbung haben. Bei der Einkerbung setzen wir nun jeweils Eisengitter hin. Jetzt platzieren wir auf den Eisengittern jeweils eine Eisenfalltür, denn das sind die Sitze von unserem Hotdog-Stand, damit sich auch jeder hier hinsetzen kann, wenn er seine Lieblings-Chili-Dogs essen möchte. Aber vergreift euch nicht hier an den falschen Hotdog, ne? Also nicht, dass ich dann auf einmal auf der Speisekarte sitze. So, ansonsten holen wir uns jetzt den Amboss zur Hand. Den platzieren wir jetzt hier bei unseren Sitzen, können wir uns schon mal orientieren. Jeweils an den Seiten einfach mal die zwei Ambosse hin. Auf der anderen Seite machen wir das auch nochmal. Super. So, von den Ambossen gehen wir jetzt einmal so nach hinten weg, lassen einfach zwei rein. Ne, frei. Ab der dritten setzen wir auch nochmal das gleiche Prinzip. Zwei Ambosse jeweils so hin. Super. So, jetzt nehmen wir unsere Eisenfalltüren zur Hand. Die platzieren wir jetzt einmal so zwischen den Ambossen, dass sie sich einfach mal hier so eine kleine Verbindung entsteht. Machen wir auf der anderen Seite auch nochmal. So, einfach rüberziehen. Super. An den Seiten der Ambosse machen wir das gleiche Prinzip. Erstmal hier so ein bisschen verbinden. So. Und jetzt hier auf dieser Seite machen wir einfach mal zwei Reihen ran. Zack. Also das wäre jetzt hier gesehen die rechte Seite. Und auf der linken Seite machen wir statt zwei Reihen nur eine Reihe ran. Super. So sollte das Ganze erstmal aussehen. Wenn wir das Ganze haben, geht es weiter mit dem roten Beton. Den platzieren wir jetzt einmal hier irgendwo auf dem Amboss rauf und ziehen das Ganze einmal hier bis zur anderen Seite zu den Ambossen hin. So, sehr schön. Jetzt fällt mir gerade auf, wir nehmen nochmal kurz die Eisenfalltüren. Und zwar müssen wir die letzte Reihe von den zwei Ambossen auch nochmal verbinden mit den Eisentüren. Aufgepasst, hier auf der Seite, wo wir nur die Zweier, also die zweimal hier Eisenfalltüren gemacht haben, machst nur einmal hin. So, weiter geht's mit dem roten Beton. Die ziehen wir hier einfach mal gemütlich weiter. Auf der anderen Seite auch nochmal rüber über die Ambosse und hier, wo wir den einen haben. Hier, wo wir den einen freigelassen haben, nehmen wir jetzt die Quarzstufen zur Hand und füllen jetzt einfach mal die innere Fläche hier mit Quarzstufen aus. Denn das ist natürlich unser Boden hier von unserem Hotdog-Stand.
So, einmal hier alles ausfüllen mit Quarz. Da kannst du natürlich auch andere Stufen nehmen, wie du halt immer gerne möchtest, den Boden halt im Stand dir halt zu gestalten. So, und hier kommt natürlich dann später unser Eingang hin. Von daher haben wir hier schon mal einen mehr hingesetzt. So, weiter geht's. Wir platzieren jetzt, fangen wir auf der Rückseite an, da müssen wir nicht so viel machen. Noch eine zweite Reihe rauf. So, dann gehen wir hier hin, wo wir die zu haben. Da können wir auch einmal zuziehen und dann hier in der Mitte schon mal zwei hinsetzen. So, das machen wir nochmal auf der anderen Seite. Zack, hier. Hier, dann machen wir nochmal so. Die muss man selber jetzt mal gucken. Wir machen das einfach mal so hier, dass wir insgesamt hier eine Fläche von 5 haben, an den Seiten jeweils 2. Super. Dann ziehen wir das Ganze hier nochmal eine höher. Hier auch. Auf der Rückseite machen wir auch nochmal eine Reihe rauf. Also insgesamt eigentlich 3 Reihen. 3 Reihen ziehen wir hier hoch. Und auf der Vorderseite, wo wir die Bänke haben, lassen wir einfach mal 5 Blöcke an sich frei. Ja. So, jetzt an den Seiten platzieren wir jeweils 2 weitere Blöcke rauf. Hier natürlich auch. Hier beim Eingang können wir schon mal einen wieder runtersetzen. Super. So, wenn wir das Ganze haben, geht's weiter, würde ich mal ganz einfach mal sagen. Lass mich mal gucken mit unseren Schwarzeichenstufen und Treppen. Wir fangen an erstmal mit den Treppen. Die platzieren wir einfach mal jetzt hier erstmal rauf. Das können wir einmal bis rüber ziehen auf die andere Seite. Natürlich nicht so umgedreht, sondern so normal. Einfach mal hier so lang ziehen. Super. Auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. Einfach hier mal rüberziehen. Sehr schön. Jetzt nehmen wir mal unsere Stufen zur Hand. Die ziehen wir einmal hier oben lang. Können wir einmal komplett hier rüberziehen. So, natürlich hier nochmal schließen. Super. Jetzt machen wir das einmal noch hier unten bei den Treppen. Auch nochmal langziehen, damit das Dach hier schon ist. Jetzt zieht das Ganze schon einmal so ein bisschen mehr raus. Das sollten wir mal auf beiden Seiten machen, dass es alles einen noch übersteht. Hier die Treppen auch nochmal. Und hier auf der anderen Seite machen wir nochmal die Stufen einmal lang. Bis rüberziehen. Zack. Und hier oben dann auch nochmal verbinden. Super. So, wenn wir das Ganze dann erstmal geschafft haben, nehmen wir jetzt mal nochmal kurz unsere Eisengitter zur Hand. Die platzieren wir jetzt einmal hier an den Seiten von unserem vorderen Fenster, wo wir später dann natürlich unsere Hotdogs bekommen. Denn natürlich hier nochmal auf der Seite. Zack. Hier platzieren wir nochmal Eisengitter hin. Das ist so ein kleines Geländer. An den Seiten kannst du das Ganze hier auch nochmal hoch machen auf 2. So, auf der Seite müssen wir das Ganze auch nochmal auf 2 hochziehen. Super. Jetzt nehmen wir nochmal unsere Schwarzeichen-Treppen und Stufen zur Hand. Die müssen wir jetzt hier an den Seiten nochmal ran platzieren. Die Treppen am besten so, dass sie sich anecken. Und die Stufen ziehen wir einfach mal nach. Super. So, jetzt haben wir eigentlich alle Blöcke verwendet, die wir verwenden wollen. Obwohl, Eisengitter brauchen wir noch. Und zwar auf der einen Seite, dieser noch komplett frei. Hier müssen wir einfach mal in der Mitte einfach die Eisengitter bis nach oben hinsetzen. Das auch eine Leiter darstellen. In Wahrheit ist die Leiter so irgendwie noch so gebogen, dass sie oben rauf geht. Aber das kann man an sich in Minecraft nicht so gut darstellen. Von daher machen wir einfach mal so. Ne, und tun einfach so, dass man hier eigentlich auch hochklettern könnte. So, weiter geht's jetzt immer noch mit dem roten Beton. Wir sind jetzt unten an sich fertig und kommen jetzt zum zweiten Stockwerk. Wir suchen jetzt erstmal die Mitte von unserem Waggon. Das heißt, jetzt hier einmal kurz bei dem Fenster gucken, haben wir ja hier 5, ne? Zack, gehen wir hier so hoch und schlagen dann einfach mal die 2 hier weg. Jetzt gehen wir zu jeder Seite noch 2-mal. Zack, zack, dass wir insgesamt hier 5 haben. Da können wir jetzt einmal roten Beton hinsetzen. Beiden Seiten. Super. So, jetzt schlagen wir jeweils, also den ersten lassen wir da, den zweiten weg. Da lassen, weg. Super. So, hier können wir jetzt erstmal 2 Fenster reinsetzen. Am besten mit Glasscheiben kann man ruhig machen. So, und wenn wir das haben, geht es weiter jetzt mit Schwarzeichenstufen, die wir jetzt einfach mal darauf platzieren. Die kann man dann aber auch gleich schon zu einem Block formen. Machen wir einfach mal zu einem Block. Super. So, weiter geht es denn hier immer noch mit den Stufen. Die platzieren wir jetzt einmal hier komplett nochmal an den Seiten von unserem Schwarzeichenblock. Einmal so rumziehen, die Ecke hier immer freilassen und auf der Rückseite müssen wir es auch noch einmal langziehen. So, sehr schön. So, und dann haben wir das schon mal fertig. Dann können wir die Blöcke einmal alle wegtun und gehen wieder an unsere Kiste ran und holen uns schon mal das nächste Material. Nehmen wir einfach mal die Reihe raus. So, denn jetzt holen wir uns einfach mal raus, fangen wir hier so an. Steinsziegel holen wir uns raus, denn Bruchsteinmauer, denn helle Keramik.
Ist das helle? Nee, hellgraue, Entschuldigung. Hellgraue Keramik, dann auch mal rosa Keramik. Dann einfach mal einen roten Teppich holen wir uns raus. Na, treffe ich hier. Und dann noch einen Redstone. Denn einen Gegenstandsrahmen zum Gegenstandsrahmen holen wir uns noch eine Glasscheibe raus. Am besten verwenden wir die, die wir jetzt auch schon bei unserem Wagen verwendet haben. Und dann nochmal eine Tür. Ich verwende heute eine Akazientür. So, wenn wir dann auch noch dieses ganze Material haben, legen wir los erstmal mit der Tür. Die haben wir ja gerade in der Hand. Platzieren wir einfach mal hier an der Seite hin. Das ist natürlich unser Eingang. Und dann fliegen wir schon mal auf die andere Seite hin und machen jetzt hier einfach mal auf der Seite einen Gegenstandsrahmen hin und ein Glas rein. Denn es ist da, sag ich mal, ein Fenster, aber in Minecraft kann man leider auf einen Block nicht irgendwie so ein, ja, oder in Beton halt so ein Fenster reinschlagen. Von daher deuten wir das einfach mal heute an mit dem Gegenstandsrahmen. So, weiter geht's dann jetzt erstmal auf das Dach. Wir suchen hier wieder einmal die Mitte hin, platzieren eine Mauer. Jetzt einmal in der Mitte so nach hinten gesetzt, nur einmal. Darauf dann einmal hellgraue Keramik. Machen wir auch wieder zu den Seiten jeweils zweimal, dass wir insgesamt eine 5er Fläche haben. Darauf platzieren wir jetzt rosane Keramik, jeweils so, dass sie einmal noch übersteht. Ich glaube, du erkennst es schon, das wird ein Hotdog werden. Machen wir natürlich das Brötchen hier an den Seiten noch einmal zu. So, auf der Seite auch. Super, fertig. Nein, natürlich nicht, denn es fehlt dann natürlich noch die Soße, denn es ist da oben drauf so ein Chili-Dog. Und den müssen wir natürlich noch hier ein bisschen mit, kann man so ein bisschen Ketchup drauf machen, wenn man möchte. Kann natürlich auch Senf nehmen, dann nimmst du einfach gelben Teppich. Einfach so ein bisschen Teppich drauf und dann machen wir noch so ein bisschen mit Redstone, so ein bisschen die Bohnen oder so, was das halt sein könnte, mit Chili. Super, so, wenn wir dann soweit sind, nehmen wir jetzt einmal die Steinziegelstufe und die müssen wir einmal innen drin platzieren. Denn du siehst ja oben, wir haben ja, sag ich mal, hier die Glasscheiben, die sind ja so ein bisschen, sag ich mal, ja, da könnte man eigentlich durchgucken oder durchfallen. Hier ist ja so eine Lücke. Da machen wir einfach mal die Steinziegelstufen hin. Du kannst aber natürlich auch jede andere Art der Stufen nehmen, wenn du eine andere Decke haben möchtest. So, ich mache hier einfach mal komplett einmal alles zu, damit ich das Holz gar nicht mehr sehe. Ne, wie gesagt, da kann man dann auch seine eigene Decke nehmen, wie man möchte. Ja, und dann sind wir damit eigentlich auch schon so gut wie fertig. Außer noch, wir müssen noch die Mauer noch wo platzieren. Und zwar einmal hier wieder auf der einen Seite. Und zwar neben den Eisengittern hier. Denn hier ist noch so ein Schornstein. So, haben wir einmal ein bisschen durchs Dach durch. Ja, geht ja auch durchs Dach durch. Schmiegt sich leider nicht so ganz an die Treppe an, aber ich glaube, das geht noch. Ja, und jetzt sind wir mit diesem Blockmaterial auch wieder fertig. Weg damit und nochmal an die Kiste ran, denn es sollte noch ein bisschen was drin sein. Ist es auch, und das holen wir uns noch raus. So, denn wir brauchen noch zum Abschluss einfach mal Steinstufen. Am besten diese ganz normalen. Und dann noch ein Schild brauchen wir. Zum Schild an sich, ich zeige dir ein bisschen, wo du die platzieren kannst. Und im ersten Teil oder im zweiten Teil, kommt immer drauf an, wie man sich das angeguckt hat. Findest du alles in der Videobeschreibung. Siehst du dann, was darauf steht und wo was hin müsste. So, wir legen los erstmal mit den Steinstufen, denn wir müssen nochmal was weghauen. Und zwar hier bei unserem Fenster, wo es dann natürlich die leckeren Chili-Dogs gibt, schlagen wir einfach mal die Stufen weg, tauschen die einmal aus durch die Steinstufen. Und dann machen wir bei den Steinstufen nochmal so schräg höher nochmal Stufen. Denn es sind ja, sag ich mal, denn so eine Zweier-Blockfläche. Und unser Fenster hier ist ja auch eine Zwei-Block hoch. Nur von daher würde das logisch natürlich zugehen. Die Eisengitter hier an sich sind die Scharniere, die das Ganze denn hoch und runter hebeln. Und dann sind wir eigentlich schon so gut wie fertig. Wir können noch ein paar Schilder platzieren, am besten hier an den Seiten. Was da drauf steht, wie gesagt, siehst du dann einfach im anderen Teil. Und dann noch natürlich hier oben muss man dann auch noch ein paar Schilder platzieren. Das kann man hier natürlich machen. Zack, mache ich mal hier. Wie gesagt, das siehst du dann einfach im zweiten Teil, was da drauf steht. So, dann würde ich sagen, ich richte das Ganze ein und hole mir gleich einen Chili-Dog. Hoffentlich werde ich hier nicht verwechselt, wenn ich hier stehe. Aber ich habe ja keine Bohnen oder Chili-Soße irgendwie bei mir drauf. Also von daher sollte ich hier schon sicher sein, oder? Außer wenn Homer kommt. Nee, dann bin ich ja... dann werde ich schnell verputzt. Ja, so, das ist der Wagen an sich. Wie gesagt, Folge blende ich dir noch einmal ein, falls du das Ganze dir angucken möchtest. So, dann war es das Ganze hier. Wir sehen uns im anderen Teil wieder. Und dann würde ich sagen, stelle ich mich hier einfach mal Safety hin. Und dann sage ich nur eins, und zwar haut's rein und, ja, safety stehen. So, tschüss.